Hallo zusammen, herzlich willkommen. Ich bin Brennen Bolo, Stürmer bei AS Monaco, früher bei Schalke 04 und Gladbach. Kommt rein. Ja, ich zeige ein bisschen 3-4 Räume, wie ich so hier wohne. Wir sind erst frisch eingezogen, deswegen ist es noch nicht komplett fertig. Wenn ihr noch ein paar Ideen habt, vielleicht könnt ihr uns auch helfen. Jetzt gehen wir rein, das ist unser Wohnbereich. Meist benutzter Raum eigentlich in dieser Familie. Schauen sehr viel Fußball. Warum so riesig? Vielleicht fragt ihr euch, warum so riesig? Ja, wenn man da zu Hause ist, will man auch entspannen. Also nach harten Einheiten. Ich kenne sehr, sehr viele Freunde, die immer sagen, wenn wir zu dir kommen, dann schlafen wir lieber auf dem Sofa als im Bett. Ja, also die Wohnung ist, glaube ich, ungefähr 250 Quadratmeter. Mietunterschied ist halt schon anders in Monaco. Ja, klar, definitiv. Aber dafür hast du halt einen Vorteil, zahlst halt keine Steuer als Ausländer. Wohnung ist halt schon sehr, sehr teuer und kann im ersten Moment schon abschrecken. Aber wenn man den Endeffekt dann berechnet, kommt es wieder auf das Gleiche drauf an wie in der Schweiz oder in Deutschland. Hier geht es weiter im Essbereich. Hier haben wir ein spannendes Bild. Ich bin eigentlich nicht so der Typ, der Bilder so zu Hause macht. Aber dieses Bild haben wir geschenkt bekommen. Und jedes Mal, wenn jemand in das Haus reinkommt, feiert das extrem. Jetzt gehen wir weiter in die Küche. Also nicht so mein Ort. Mama kocht viel. Freundin kocht viel. Ja, was gibt's Neues hier? Hier, Gerät. Das habe ich meiner Freundin zu Weihnachten geschenkt. Meine Mama und meine Freundin wollen das unbedingt haben. Aber wie ich sehe, wird das noch nicht mal benutzt. Was so wichtig für mich ist, als auch Sportler, dass man es nicht übertreibt. Also jeder muss wissen, was für ihn gut ist. Klar, man muss es schauen, wenn man jetzt zum Spieltag geht, wie man isst, was man isst, ob man genug Energie hat. Aber grundsätzlich bin ich einer, der gerne isst, auch verwöhnt bin durch meine Familie. Ich bin nicht der Typ, der kochen kann, aber so ein Teller Pasta mit Tomatensoßen und der Sugo geht immer. Also das ist halt so Standard. Hier haben wir so ein Gästenzimmer, immer halt mit Bad. Hier kann man ein bisschen weitergehen. Hier haben wir leider nicht so den schönen Ausblick, aber wir sehen ein bisschen in den Bergen von der Türbie. Auf die andere Seite haben wir ein bisschen eine bessere Aussicht. Das sehen wir später. Einer meiner Lieblingsräume, Kinderzimmer. Hier schläft mein Sohn, meine Tochter unten und hier ist eigentlich, wo wir die meisten Zeit verbringen, wenn wir nicht vorne sind. Hier könnt ihr euch austoben, wenn die mal zu laut sind, mal hier zurückziehen. Am Abend sieht man mich auch mal eine gute Nachtgeschichte zu erzählen oder singen oder tanzen. Ja, meine Kinder sind jetzt natürlich jetzt in Monaco. Ich bin ursprünglich, wie ich schon gesagt habe, aus Kamerun. Das heißt, wir versuchen ihnen jetzt Französisch beizubringen. Bei den Kids merkt man das immer, dass es so schnell geht, dass sie jetzt auch mittlerweile auch sehr, sehr gut Französisch reden. Das ist eigentlich sehr, sehr gut und praktisch, weil sie merken auch aus meinem Familienteil, dass meine Mama auch sehr, sehr viel Französisch spricht. Also haben sie auch einen gewissen Link mit dem und sie merken, dass die Sprache eigentlich schon aktiv auch bei uns in der Familie da ist. Weil es natürlich so ein Fußball-Home-Tour war, muss ich auch was zeigen, was ich kann. Also ich mache jetzt mal einen Challenge. Wenn ihr denkt, dass ich mehr als 10 schaffe, dann müsst ihr abonnieren und liken und teilen. Nein, habe ich noch knapp geschafft. Like, teile und ich hoffe, es gefällt euch. Ja, hier haben wir so wie einen zweiten Raum, also zweite Wohnzimmer. Wir wissen jetzt auch nicht gerade, was wir machen sollen hier in diesem Raum. Ich überlege noch vielleicht eine Game-Ecke zu machen, aber es ist alles noch in der Bearbeitung. Und wenn man hier ein bisschen rausgeht, hat man einen anderen Ausblick. Man hat ein bisschen Ausblick ans Meer und das ist für mich so das Größte, jeden Tag aufzuwachen und schönes Wetter zu haben, so einen Ausblick zu haben, kann man eigentlich nur dankbar sein. Also ich persönlich schätze das jeden Tag, also mehr jetzt als die Wohnung oder irgendeine materialische Sachen, sondern wirklich nur aufstehen, Sonne und diese Aussicht, das ist für mich so das Wow. Ich bin ein bisschen Sneaker-Freak, aber sieht man jetzt hier zum Glück nicht so. Ja, ich sammle eigentlich seit ich 18 bin. Ja, hier kann man ein bisschen ein paar sehen. Gerade nicht die schönsten, weil die meisten wollte meine Mama
verschenken. Das machen wir auch immer, wenn ich den Schuh nicht mehr brauche. Verschenken wir oder spenden die dann irgendjemand. Und ja, deswegen vom Umzug bis hier habe ich schon sehr, sehr viele Schuhe wieder nach Afrika geschickt. Und jetzt ist wieder Platz für eine neue Sammlung. Dann gehen wir hier weiter. Ja, hier ist ein Gäste-WC. Sehr schön gemacht eigentlich, mit dem schwarzen Marmor hier und ja, ganz normale Gäste-WC. Ja, hier ist so der Wäschebereich. Immer sehr, sehr wichtig an Spieltagen, dass die Sachen bereit sind, sauber sind. Sonst bin ich eher so ein Jogger-Typ. Und hier kommen wir zum letzten Bereich. Wie ich schon gesagt habe, viel Jogger. Viel Mühe gegeben in den Jeans jetzt. Also ich bin mittlerweile auch ein Jeans-Experte geworden, aber wirklich im alltäglichen Leben sieht man mich von 7 Tagen, vielleicht 6 Tage im Jogger. Also wir haben überall zu Hause Bilder von unseren Kiddies. Es ist schön, es ist halt ein Zeichen und das ist halt das Ding mit den Kindern. Also den ganzen Stress draußen, den ganzen Druck, da kommst du nach Hause und es ist einfach eine ganz andere Story und die nehmen halt den ganzen Stress und sein Bild. Vergisst du einfach alles, was passiert ist gerade und das ist immer schön und wir versuchen die ein bisschen aufzuhängen und auch immer zu messen, damit die immer besser werden. Ja, hier letzter Bereich. Ganz klassisch, Bett, Teppich, auch hier mit dem Ausblick, was ich schon vorher erwähnt habe. Es ist nicht selbstverständlich, es gibt sehr, sehr viele Leute, die Probleme haben, die das Glück nicht haben, die das Segen nicht haben, aber das ist halt unbezahlbar und mit das Wetter verbunden ist es halt für mich und für meine Familie ein Riesenluxus. Ja, das war meine Wohnung. Mir hat es euch gefallen. Kommentiert, liked und gebt mir auch vor allem Tipps, was ich noch besser machen kann oder dazu machen kann. Danke, liked und teilt.